13. Juli. Heinrich und Kunigunde. Heinrich II., zunächst Herzog von Bayern, wurde um 973 bei Regensburg geboren. Er besuchte die Domschulen in Hildesheim und Regensburg, wo er die Reformbewegung von Cluny kennenlernte, die bei ihm eine lebenslange innige Bindung zur Kirche bewirkte. Um das Jahrtausend heiratete Heinrich die gebildete, um 980 geborene Kunigunde von Luxemburg. Die Ehe blieb kinderlos. Heinrich und Kunigunde begannen somit ein gemeinsames Leben der außerordentlichen Hingabe und Wohltätigkeit für andere. Heinrich wurde 1002 in Mainz zum ostfränkischen König gekrönt. Kunigundes Krönung fand ebenfalls 1002 in Paderborn statt. Bei früheren Königinnen sind Krönung und Salbung nicht nachweisbar. Kunigunde hatte also dieselbe sakralkönigliche Legitimation wie ihr Mann, den sie in Abwesenheit auch vielfach als Herrscherin vertrat. Als Heinrich 1014 in Rom zum Kaiser gekrönt wurde, erhielt auch Kunigunde die Würde der Kaiserin. Zur Konsolidierung seiner Macht musste Heinrich immer wieder Kriege führen und Frieden schließen. In allem ging es ihm um die Zentralisierung der Herrschaft, die in seinem Denken allein von Gottes Gnaden kam. Er festigte das Reich durch eine enge Bindung an die Kirche. Schenkungen und Stiftungen von Kirchen und Klöstern sowie die Gründung des Bistums Bamberg im Jahr 1007 waren fester Bestandteil seiner Politik. Heinrich starb am 13. Juli 1024 in Grone bei Göttingen im Beisein seiner Frau. Kunigunde trat ins Benediktinerinnenkloster im nordhessischen Kaufungen ein, das sie selbst gegründet hatte, und starb dort am 3. März 1033. Beide sind in Bamberg begraben. Heinrich wurde 1146 heilig gesprochen, Kunigunde 1200. Liebe ist immer fruchtbar. Wer keine Kinder bekommen kann, ist rein biologisch unfruchtbar. Das entspricht nicht der Natur. Viele Paare, die glauben, somit keinen Beitrag für die Zukunft des Lebens leisten zu können, leiden oft ein Leben lang. Vielfach zerbricht sogar die Beziehung. Heinrich und Kunigunde nahmen versöhnt das Schicksal der Kinderlosigkeit an. Sie verließen sich auf ihre geistliche Fruchtbarkeit, die, wenn man nur will, auch eine Gabe Gottes werden kann. Ihnen genügte das Geschenk der gegenseitigen Liebe, an der sie möglichst viele andere Menschen teilhaben ließen.